Heute ist Montag, es ist wieder einmal allerhöchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet, was ist eigentlich ein Wunderwutzi? Nein, es ist keine eierlegende Wollmilchsau aus den Laboren der Gentechniker und es ist auch kein brandneues Makrofaser-Universalreinigungsschwämmchen für die besessene Hausfrau. Ein Wunderwutzi ist vielmehr ein Mensch aus Fleisch und Blut und er kommt aus Österreich. Ich persönlich habe ihn kennengelernt, als ich vorgestern mal wieder nichts Besseres zu tun hatte, als die Panoramaseite einer süddeutschen Zeitung zu lesen. Da gab es gleich neben einem Artikel über sprechende Kaffeemaschinen ein Interview mit dem stellvertretenden Chefredakteur des österreichischen Fernsehsenders ORF, Armin Wolf. Und dieser Armin Wolf erklärte, dass die Bezeichnung Wunderwutzi in Österreich flächendeckend benutzt werde, um ein Individuum zu charakterisieren, das aufgrund seiner besonderen Fähigkeiten in der Lage ist, das Unmögliche möglich zu machen. Wie zum Beispiel der österreichischen Nationalmannschaft das Fußballspielen beizubringen. Der Wunderwutzi ist also eine Art Magier, ein Alleskönner, der da, wo andere kläglich scheitern, erst so richtig zu Hochform aufläuft. Nehmen wir den Fernsehpfarrer AD Jürgen Fliege. Der hat es geschafft, eine Essenz zu kreieren, die, Zitat, unserer Seele ordnende Informationen schenkt, die Geist und Körper immer wieder neu auferstehen lassen. Kostet schlappe 39 Euro und funktioniert angeblich nur deshalb, weil der olle Fliege bei der Abfüllung der Wunderbrühe irgendein Stoßgebet gemurmelt hat. Oder der Günther Jauch, der beliebteste Deutsche aller Zeiten. Das ist auch so ein vermeintlicher Wunderwutzi. Soll er doch die schier unmögliche Aufgabe bewältigen, die große Sonntagsabend Talkshow auf nie gesehenen Hochglanz zu polieren, sodass sich die Fernsehzuschauer alle Programme auf seinem Sendeplatz versammeln und dem sendenden Sender Einschaltquoten bescheren, wie sie die Welt der Quasselbuden und Quarktaschen noch nicht gesehen hat. Oder auch ein gutes Beispiel, Peer Steinbrück, der seit Wochen durch die mediale Öffentlichkeit schleicht, um sich als neuer Kanzlerkandidat der SPD zu positionieren. Wunderwutzi, ich hör dir trapsen. Das einzige Problem bei all diesen angeblichen Magiern und Wunderheilern ist, dass sie in der Regel den Praxistest nicht bestehen. Die geweihte Essenz des Jürgen Fliege verursacht einfach nur Brechreiz, der universal gelehrte Günther Jauch kocht auch nur mit Blubberwasser und Peer Steinbrück wird es ebenfalls nicht schaffen, einen halbtoten Gaul ins Ziel zu reiten. Wo ich allerdings eine Zukunft für den Wunderwutzi sehe, das ist bei den Blötschköppen der NPD in Mecklenburg-Vorpommern. Die fanden ja schon immer alles gut, was aus Österreich kommt. Dementsprechend sollten die ihre Propaganda sprachlich bereichern. Ein Volk, ein Reich, ein Wunderwutzi. Oder Wunderwutzi befiehl, wir folgen dir. Und alle anderen besinnen sich auf jenes deutsche Volkslied, in dem es heißt, es rettet uns kein Wunderwutzi, kein Gott, kein Kaiser und kein Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können nur wir selber tun. In diesem Sinne, nichts wie ran.